Herzlich willkommen bei der Top 100 Selektion von Pearl TV. Sehen Sie jetzt ausgewählte Spitzenprodukte für Sie als anspruchsvollen Zuschauer. Ja, mit der Top 100 Selektion geht es jetzt bei uns weiter, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie bei uns sind. Und in der Top 100 Selektion zeigen wir Ihnen natürlich immer die absoluten Top-Artikel aus einer ganz bestimmten Produktgruppe aus unserem Sortiment. Und heute gibt es mal richtig ordentlich was auf die Ohren. Die wohl schönste und auch beste Soundbar bei uns im Programm, die wartet jetzt auf Sie und auf uns, Ralf. Und das ist wirklich mal ein richtiges Schmankerl aus unserem Sortiment. Ja, bevor wir uns das näher anschauen, erst noch mal zur Geschichte. Warum gibt es Soundbars? Ganz einfach, weil Ihr Fernseher, mein Fernseher und unsere Fernseher heutzutage alle ultra flach sind. Ja. Wenn Sie Ihren Fernseher mal anschauen, schauen Sie nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Sie sehen keine Lautsprecher. Mhm. Die sind nach hinten, nach unten oder zur Seite eingebaut und auch sehr, sehr klein. Das heißt, brillantes Bild, aber nicht immer den hundertprozentig optimalen Ton. Und deshalb gibt es, seit es Flachbildschirme gibt, die Soundbars. Und wir haben unsere leistungsstärkste Soundbar hier. Und Sie sehen, die integriert sich auch schön. Wir haben sie jetzt mal unter den Fernseher gestellt. Und da sehen Sie das gestochen scharfe Bild. Aber der Ton sollte auch so sein. Diana, ich komme mal zu dir. Wir schauen uns die mal gemeinsam an. Hoppla. So. Und jetzt sehen Sie, so schon etwas introvertiert. Aber wenn Sie zeigen möchten, was Sie haben, können Sie ganz einfach mal die Abdeckung abmachen. Und jetzt sehen wir die ganze Pracht. Hammer. Hier 310 Watt Musik, Spitzenleistung. Boah. Unglaublich einfach an den Fernseher anzuschließen. Entweder per Optical-Kabel, also Toslink, oder auch per HDMI. Unglaublich einfach. HDMI, ein Wort. Dann müssen Sie es an den Fernseher anschließen mit dem Ausgang, oder HDMI-Eingang, aber der ARC gekennzeichnet ist, Audio Return Channel. Das ist nämlich der einzige HDMI-Eingang, der auch das Tonsignal rausgibt. Ah, okay. Also ganz einfach anzuschließen. Und jetzt sehen wir diese Pracht und wir hören sie auch gleich noch. Aber wichtig ist, dass Sie wieder den richtigen Klang hören oder holen sich ins Wohnzimmer am besten. Und ich glaube, das ist jedem schon mal so gegangen. Dir, Carsten, dir, Diana, dass wir einen Film im Kino gesehen haben, Ihnen mit Sicherheit auch. Und dann kommt er ein paar Jahre später meistens im Fernsehen und dann denkt man, ich weiß gar nicht mehr, warum ich so begeistert war. Yeah. Das liegt am Tondefizit, dass Sie wohlweislich bei sich im Wohnzimmer haben. Hiermit ist es ausgeglichen. Sie holen annähernd wieder das Kinoerlebnis nach Hause. Wir sehen hier 15 Lautsprecher. Jetzt wird der Fachmann sagen, ja, warum 15? Ein links, eins rechts, ein Subwoofer würde doch reichen. Ja, würde rein theoretisch reichen. Aber erstens mal sieht das unglaublich toll aus. Und zweitens ist das eine 3D-Soundbar. Weil hier kann ich diese 5 Gruppen von Lautsprechern mit einer Taste unterschiedlich ansteuern. Und der Sound kommt nicht nur von vorne ran, sondern wird raumfüllend um dich herum projiziert praktisch und dann haben Sie ein unglaubliches Klangerlebnis. Carsten, was ist denn dein Lieblingsfilm aktuell oder auch älter? Mein absoluter Lieblingsfilm ist Ocean's 11. Oh, da gibt es ja auch drei Teile gibt es davon. Mhm. Aber Ocean's 12 und Ocean's... Ocean's 12 und Ocean's 13 gibt es noch. Mhm. Aber Ocean's 11 fand ich am besten. Aber egal, was für Lieblingsfilme wir haben, der Ton, der spielt eine entscheidende Rolle. Das war schon in den 80er Jahren so. Oder schon vorher, 60er, 70er Jahre. Psycho, da erinnern wir Ältere uns dran an die Vorhangszene. Was glauben Sie, wie langweilig diese Szene gewesen wäre ohne die richtigen Töne dazu? Und so zieht sich das durch und der Ton wird immer wichtiger. Übrigens auch bei Spielekonsolen, da gibt es nicht nur Game Designer mittlerweile, sondern auch Sound Designer. So, und jetzt hören wir uns das mal an, weil das ist natürlich nicht nur die Erweiterung für Ihren Fernseher, damit Sie wieder den richtigen Klang haben, das ist auch Ihre neue Heimstereoanlage, die Sie auch gerne per Bluetooth füttern können, also verbinden mit Ihrem Mobilfunk. Sie können MP3-Sticks, das habe ich jetzt hier gemacht, reinmachen, also einen USB-Stick. Aber Sie können auch zusätzliche Geräte über Stereo-Cinch-Anlage noch anschließen. So, und jetzt geben wir einfach mal ein bisschen Partymusik rein. Und ich bin jetzt auf unterem Lautstärke-Level. Aber das Klangerlebnis ist phänomenal, das wir hier hören. Ja, auch mal eine Party zu Hause machen, auch mal den Nachbarn ärgern, wenn man möchte. Nein, das machen wir natürlich nicht. Es kommt ja auch nicht auf die Lautstärke an, aber wir haben auch in den ganz niederen Tönen eine unglaubliche Klangqualität. Und du hörst das jetzt, du sitzt davor, jetzt hören wir auch die satten Bässe. Ja. Natürlich ist auch ein Equalizer drin, Sie können das Klangbild Ihren Wünschen entsprechend einstellen. Alles mit der Fernbedienung und der Klang ist fantastisch. Diana, wie findest du den Klang?
Das ist super. Sehr, sehr auch sauber Klang. Ja, das ist echt schön für dieses Preis. Ich möchte das auch jetzt. Ich habe eine neue Wohnung. Ich brauche einen neuen Soundbar. Auf jeden Fall. Und es super. Ist ein ganz anderes Fernseherlebnis. Ja? Jetzt gehört das Bild überhaupt nicht zu unserem Ton. Aber Sie merken schon, das kriegt eine richtige Dynamik nur durch den Ton, der jetzt wieder bei Ihnen ankommt. Und ich hoffe, diese Tonqualität, die wir hier haben, kommt annähernd bei Ihnen jetzt an. Und ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe ja auch eine Soundbar und ein guter Freund von mir kam zum ersten Mal bei mir zu Besuch und hat unter meinem Fernseher meine Soundbar gesehen und hat mich gefragt, Ralf, bringt die was? Ja, da hätte ich ihm einen Vortrag halten können. Wollte ich aber nicht. Ich habe einfach den Fernseher eingeschaltet ohne Soundbar und habe dann die Soundbar zugeschaltet. Ja. Der Effekt war, er hat am nächsten Tag selber eine Soundbar gekauft, weil er sofort diesen Unterschied wie Tag und Nacht dazwischen lebt. Ja. Und das ist unsere leistungsstärkste Soundbar. Der Klang ist fantastisch. Egal, ob es um Fernsehton geht, ob es um Musik geht oder ob es um die Spiele geht, die man spielt. Und der Klang spielt nicht nur eine große Rolle bei Blockbustern. Wir hatten es ja vorhin von Spielfilmen. Auch die Nachrichten oder Sportveranstaltungen. Alles das macht wesentlich mehr Spaß und ist wesentlich interessanter, wenn der Klang richtig kommt. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Ich schaue eigentlich jede Woche die Bundesliga an. Hauptsächlich, das wissen Sie, ich bin Sportclub Freiburg-Fan. Sportclub Freiburg. Und hier kommt die ganze Stadionatmosphäre bei mir ins Wohnzimmer. Es ist schwierig, als ja, mittlerweile in Niedersachsen öfter mal in Freiburg im Stadion zu sein. Aber da habe ich zumindest das Gefühl, akustisch mittendrin zu sein. Und das ist auch noch ein toller Effekt durch eine Soundbar. Und Sie können sich diesen Effekt nach Hause holen. Ja, es sei denn, der Freiburg-Spiel geht in den ersten FC Köln, richtig? Ja, da sprechen wir nicht drüber. Das war ein Glückstreffer vom Modest. Das war ein Glückstreffer, da gebe ich dir völlig recht. Aber die drei Punkte, die nehmen wir mit. Ja. Ja. Liebe Zuschauer, lassen Sie uns über die Soundbar sprechen. Die ist sensationell. Ich meine, der Klang, der spricht, glaube ich, für sich. Ja, jetzt stellen Sie da mal einen vernünftigen Film vor. Mir würde noch ein zweiter Lieblingsfilm einfallen. Gladiator. Diese Anfangsszene mit dieser monumentalen, mit dieser epischen Musik, das kommt natürlich nochmal ganz anders rüber. Wie Ralf sagte, auch die ganzen Sportveranstaltungen und dergleichen. Oder eben mal ordentliche Popmusik, wie wir sie gerade hören. Das ist natürlich ein richtiges Highlight, ein richtiger Hochgenuss. Und sie sieht einfach nur sensationell aus. Bluetooth-fähig ist ja auch noch, glaube ich, die dickste und stärkste Bluetooth-Box mit 310 Watt, die ich hier gesehen habe. Es ist einfach auch natürlich eine Stereoanlage für ja, richtig, zu Hause. Richtig. Aber Hauptsache ist natürlich der Fernsehton, der jetzt endlich wieder richtig rüberkommt. Ich möchte Ihnen einen für mich beeindruckenden Film nennen, wo das unglaublich rüberkommt. Es ist ein Anti-Kriegsfilm von Steven Spielberg, der Soldat James Ryan. Den haben wir, glaube ich, alle gesehen. Und im Kino fand ich den Anfang am D-Day unglaublich beeindruckend, weil Spielberg macht da ein wunderbares Tonmittel. Und zwar geht die Kamera oftmals über und unter Wasser. Ja, ich weiß nicht, hast du den Film gesehen? Ja, haben Sie ihn gesehen? Ja. Und am Anfang diese Soundeffekte, die mischt er auch. Unter Wasser, über Wasser. Und das kommt mit normalen Lautsprechern gar nicht rüber. Hiermit kommt es rüber. Und auch wenn es Ihre Lieblingssendung ist, Friends zum Beispiel, haben Sie sicher gleich erkannt, Titelmelodie von Friends. Auch die kommt einfach wieder richtig rüber. Die Gags, die kommen an dort, wo sie sitzen. Und ich sage oftmals, ohne Soundbar im modernen Fernseher ist das so, als würden Sie sich mit jemandem unterhalten, der Ihnen den Rücken zudreht. Ja, schauen Sie dem wieder ins Gesicht, Ihrem Lieblingsfilm, Ihren Lieblingsveranstaltung, Ihre Lieblingsserie und hören Sie den Klang perfekt mit unserer leistungsstärksten, besten und auch meistverkauften Soundbar. Und ich kann es verstehen, wer jetzt den Klang auch nur einigermaßen so empfunden hat wie wir hier im Studio, der ist jetzt schon am Telefon und holt sich die Soundbar nach Hause. Also den Schnapper würde ich mir nicht entgehen lassen. Ich finde, der ist optisch also ein Wahnsinn. Ja? Also ich weiß nicht, ob ich das nur als Mann so sehe, aber das ist doch ein Hingucker hier mit dem großen Fernseher drüber. Fantastisch, diese Einheit hier, die Möglichkeiten, die Sie damit haben, über Bluetooth, über einen Stick zum Beispiel oder auch ganz einfach über einen SAT-Receiver, über einen Kabel-Receiver direkt an den Fernseher dran. Völlig egal, der kann wirklich alles. Und das für 322,99 €. Ein Spitzenpreis dafür, Porto und Versandkosten frei geliefert. In wenigen Tagen bei Ihnen und wenn Sie einen tollen Fernseher geleistet haben, dann lassen Sie sich diesen Schnapper bitte nicht entgehen, denn der passt dazu wie Faust aufs Auge. Sie werden es genießen, ZX1603 und die 569 und wir machen jetzt noch ein bisschen Party hier im Studio. Yeehaw!